geht ab, meine Freunde. Und damit Grüße an Mr. Pyro Manager, den Raketen Experten. Nein. So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Powercrafter von Xplode. Bitte. Ja. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, hier haben wir es. Das Powercrafter von Xplode. Ja, 27 Raketen sind beinhaltet für noch nicht mal 20 Euro. Also unfassbar. Gekauft bei Tosh Pyro. Unten verlinkt natürlich. Gleichzustellen ist das mit dem Flatrate. Das habe ich natürlich nicht, weil es das nicht mehr gab, logischerweise. So, haben wir hier oben, was meinst du, 5 verschiedene Raketen, ne? Ja. Dann haben wir hier als erstes die XPE 2749. Und dann haben wir hier halt die 2748, 2745. Hier oben haben wir die 2744. Und dann noch ganz oben die 42. Dann geht es hier zu den etwas kleineren. Das interessiert mich jetzt natürlich auch mal, wie viel NEM die dann haben. Ah, die kleinen haben schon fast 15 Gramm. 14,4 Gramm. Hier die XPE 2725. Daneben die 36, hier, seht ihr hier. Dann hier die 35 und hier oben die 24. Und hier unten die ganz kleinen süßen. Die sind wirklich voll süß. Oh, die haben auch voll den kleinen Leitstab. Hier die XPE 2710 mit 11 Gramm, ganz süß. Außerdem ist hier noch die 2707, die 2701 und hier oben ist noch die 700. Würde ich sagen, sehen wir uns jetzt beim Test von diesem übelst fetten Raketensortiment. Bis gleich zur Zündung, Leute. So Leute, jetzt das Powercrafter Sortiment. Fangen wir mal an. Yo! Ja, was? Das sind die Großen jetzt. Oder? Ja, das sind jetzt die Großen. Wir fangen mal an mit der XPE 7442. Sehr schönes Blau, Leute. So, die XPE 2748. Das war Gold. Was haben wir hier, Lennart? Das war die XPE 2745. Bis jetzt sehr geiles Sortiment. Ist ja fast das Flatrate, Leute. Ja, Standard, ne? So, die XPE 2744. Ihr habt's gehört. Wahnsinn! XPE 2749. Ihr habt's gehört. Oh. Oh, schön. Sehr edle Raketen bis jetzt. Wir machen jetzt die mittleren. Genau. Und fangen mal an mit der. Kennt man das überhaupt richtig? Die XPE 2724. Mit einem Brennerwechsel übrigens. Schönes Bund! Ja. 2725. Sagt der Lennart. Mal gucken, ob das auch so ist. Ja, geil! Schönes Crackling. Die XPE 2736. Ja, wieder Crackling. Bis jetzt haben fast alle Raketen einen unterschiedlichen Effekt. Machen wir weiter mit der XPE 2735. Ja, das war der einzigste Shit-Effekt bis jetzt.
Nice. Und jetzt zum Schluss noch die kleinsten. Genau. Fangen wir an mit der 2707. Wieder Brennerwechsel. Muss auch Spaß machen. Ja, wieder Crackling. XPE. Oh. XPE 2701. Wow. LOL. Wie eine Knallrakete. Gar nichts. Haben wir sie denn drauf bekommen oder so? Ja. So, nach der Knallrakete. Okay. Verbund hat gerade gest. Machen wir die XPE. 2700. Stimmt's, Verbund? Sagt der Verbund nichts mehr. Jo. Und als letztes die XPE 2710. Sehr solides Sortiment, Leute. Wieder wie eine Knallrakete. Trotzdem, unbedingte Kaufempfehlung. Richtig geiles Sortiment, Leute.